Was geht ab YouTube? Tactics ist wieder back am Start und das ist nur so ein kleines Infovideo. Und zwar wird jetzt erstmal nichts mehr auf diesem Kanal hochgeladen. Also ich überlege noch irgendwie irgendwelche Vlogs hochzuladen, aber sonst werden jetzt erstmal keine Glitches mehr kommen, weil ich jetzt genau in einer halben Stunde zum Flughafen muss und dann ab in den Urlaub fliege, weil ich jetzt 2 oder 3 Wochen Ferien habe. Und ich fliege jetzt in die Türkei, erstmal fahre ich nach Hannover, dann zum Flughafen. Von da aus nach Istanbul, von Istanbul aus nach Izmir und von da aus ja halt einen Wagen abholen von Bekannten und dann düsen wir runter nach Antalya oder ich weiß gar nicht wo das ist, ja nach unten nach Antalya und ja, da mache ich dann 2 bis 3 Wochen Urlaub und ja, je nachdem wie gut meine Leitung ist und wie gut ich das Ganze hinbekomme, werden dann auch noch irgendwelche Vlogs kommen, die ich dann hochlade, wenn ihr Lust darauf habt, also bewertet dieses Video natürlich mit einem Like oder sowas, das würde mich sehr sehr freuen. Und ansonsten, ja, wenn ihr euch wundert, warum keine Videos kommen, ich bin im Urlaub, ich werde auf jeden Fall irgendwelche Vlogs mal hochladen, Infovideos oder so, aber nicht direkt deabonnieren, es liegt einfach daran, dass ich im Urlaub bin. Ich werde ab und zu, wenn ich es schaffe, wenn es halt mit der Internetverbindung alles klappt, da werde ich von German Glitch TV halt Videomaterial nehmen, was er mir zuschickt, das werde ich dann runterladen und kommentieren, halt damit ihr noch weiterhin Glitches habt. Und ansonsten noch von vielleicht von anderen YouTubern oder so, die ich dann so, ja, kontaktieren konnte. Ansonsten, wenn ihr Vlogs wollt, dann gebt dem Video eine Bewertung und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr Vlogs wollt. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch schöne Ferien, die Ferien haben. Und dann sehen wir uns nach den Ferien auf jeden Fall wieder oder während den Ferien. Und wer weiß, vielleicht zeige ich ja, wie ich aussehe oder so. Man weiß es nie. Ansonsten, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal. Und abonnieren natürlich nicht vergessen.